Und ich mache direkt mal den Live-Taste-Test. Also Vanilleeis 10 von 10, vegane Protein-Cream, Salted Caramel 9 von 10. Und jetzt in der Kombi probiere ich aber mal. Boah, also zuerst kommt die Vanille-Kokosnote mega durch. Und im Abgang dann diese. Es hat auch was von Spekulatius Weihnacht irgendwie. Diese nussige Salzkaramellnote. Oh. Eis total cremig. Und dann dieser crunchige Aufstrich, der auch fest geworden ist. Also mega. Vanille und Salted Caramel kann man definitiv machen. Also die Kombi 10 von 10.